Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde FIFA 13 Ultimate Team. Heute machen wir das letzte Spiel mit meiner Bundesliga-Mannschaft. Und ja, nicht vergessen, Samstag, wann kommt das Video überhaupt raus? Ich weiß nicht, entweder, doch, Samstag. Also heute 20:15 Uhr, twitch.tv/poxari. Großes Pack-Opening, letztes Folge 100, 20:15 Uhr, Livestream und so. Danach mache ich vielleicht noch ein paar Spiele übrigens, gegen Abonnenten, mal gucken. Und ja, so. Oh Gott, sind alle Verträge ausgelaufen, na, damit können sich die Käufer rumschlagen. Ich spiele heute mit meiner Bundesliga-Mannschaft. Draußen bei mir ist schon wieder die Hölle los. Und ja. Oh Gott, dann muss ich ihn hier noch mal kurz auswechseln. David Luiz. So. Oh Gott, er ist ja nicht mal fit hier. Aber auch der Einzige. Habe ich da noch irgendeine Karte für? Moral. Ja. Aufstellung, Position, Mittelfeldspieler, ZDM, muss ich mir ganz kurz nochmal einen Spieler raussuchen hier. Bender? Habe ich zufällig noch eine 3-5-2 Karte? Nö. Ja, wenn nicht, ach komm, spiele ich halt mit Martinez hier ein bisschen angeschlagen. Wird schon klappen, wenn nicht, bringe ich einfach hier noch ihn rein hier. Wäre jetzt auch nicht das Problem. Würde ich mal behaupten, wenn ich hier Ramirez auch noch zur Stelle. Gut, so, jetzt will ich mal anfangen hier. Nicht zu lang quatschen. Zu schlechte Latenz. So, suche Gegner. Gegner. Juventus. So. Jo. Gut. Mal gucken. Pirovei. Was hat er für eine Mannschaft? Bestimmt eine italienische. Na, Mischmasch. Ne, Premier League Mannschaft. Mit relativ vielen Arsenal-Spielern. Jo, schöne Premier League Mannschaft. Jo, gut. Schöne Premier. Ja. Jetzt wollte ich schon mal denselben Satz sagen. Gute Mannschaft auf jeden Fall. Mal gucken, wie es läuft. Lalala. Komm. Ich muss spielen. Spielen, singen und tanzen. Zack, zack, zack. What the fuck? Beginnst mal gleich hier so gut. Boah, es geht jetzt schon heftig zur Sache hier. Boah, bam, bam. Ich will natürlich mit einem Sieg hier abschließen. Das letzte Spiel. Mit dieser Mannschaft. Nein! Oh, neuer. Der geht doch gleich voll Offensive hier. Was macht der denn da? Felipe Santana. Santana. Bam, weg. Es war ein. Der in FIFA 14 nicht mehr so overpowered sein wird. Hui. Bats! Nein! Nein! Warum nur? Das wäre so ein Hammer-Tor gewesen, wenn er drin gewesen wäre. Nein, der nicht. Da ist David Luiz zur Stelle mit dem Kopfball. Es ruckelt schon wieder. Ich hoffe, das ist nicht zu stark für euch. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Mann. Na, Dreck. 10. Minute. Naja. Naja. Okay, damit kann ich leben. Solange ich hier nicht vorgeführt werde. Was macht der? Was ist denn das hier für eine Scheiße? Ja, neuer. Der hält wenigstens hier irgendwas. Aber sonst so? Sieht's mau aus gerade.
Und bei FIFA 14 gibt es ja auch so viele neue Formationen. Vielleicht gibt es da Nachfolge sozusagen für die 3-5-2-Formation, die derzeit, glaube ich, am meisten, beziehungsweise am, doch am meisten, glaube ich, benutzt wird. Warum ruckelt es denn jetzt? Mann, oh! Alter, wenn der jetzt reingegangen wäre. Ne? Dann wäre was passiert. Dann wären Menschen verletzt worden. So. Hui, habe ich noch. Aubameyang übrigens. Ich glaube 94er Pace oder 95er Pace Spieler in FIFA 14. Stürmer, wohlgesagt. Zum Glück kein Flügelspieler. So kann ich den dann schön für meine Bundesliga-Mannschaft einsetzen. Hat da der neue. So, Shaqiri. Wen bediene ich denn da? Ihn vielleicht? Den guten Gustavo. Komm! Nein! Mach irgendwas! Nein! Hätte er drin gewesen, das wäre so ein geiles Tor gewesen, ganz ehrlich. Einfach mal so ein riesen Lupfer. Naja. Oh, Kopfball gewonnen, aber der Ball kommt an. Schuss! Na, schwach. War, glaube ich, noch abgefälscht. Na, der war auch abgefälscht, beziehungsweise ich wurde gehindert am richtigen Schuss. Shaqiri, was macht mit dem Schuss? Nice. Eckball. Nein. Nein. Was mache ich da? Was mache ich da? Komm, schieß. Schieß. Nein. Ach Gott. Es kann auch mal langsam sowas passieren für mich. Shaqiri, Shaqiri. Nein! Oh, da wollte ich noch hin und her spielen. Ach, Dreck. Dreck, Dreck, Dreck. Alter. Boah, zum Glück verzieht der den so heftig. Mann, Mann, Mann. Ne. Nep, 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 nep. Ach, verdammt, ey. Mann. Ich weiß nicht, was ich sonst dazu sagen soll. Scheiße, Mensch. Ich hätte schon so viel mehr machen können. Boah. Ja, faul von mir. Genau. Genau. Als ob man. Boah, nee. Och, wie er macht hier noch ein 3 zu 0. Das wäre so unwürdig. Unwürdiger Abschied. Oh Gott. Das. Und das war kein Foul. Als ob. Mann. Der Pass kommt. Aber gegen David Luiz gewinnt keiner einen Kopfball. Mann. Ich geh jetzt offensiver. Scheißegal. Boah, und ich verliere den Ball sogar. Komm. Komm. Nein. Nein. Och Gott, Boateng. Spiel ihn noch mehr ins Aus, Mensch. Mensch ins Kind. Oh Gott. So, vielleicht mal jetzt irgendwas für mich hier. Irgendwas. Groß hat den Ball. Und er geht vorbei. Mann! Ja, gib ihm eine gelbe. Dem David. Gibt übrigens auch wieder Gerüchte, dass Barcelona immer noch an ihn interessiert ist. Oh, nein.
Aber dass da ein neues Angebot im Winter kommen soll für ihn. Boah. Genauso wie Real Madrid an Falcao dran ist. Naja. So. Jetzt ruckelt's wieder. Der Pass sollte nicht so kommen. Und der Ball geht durch. Mann, ey. Och, leck mich doch am Arsch. Als ob. Als ob. Als ob. Oh, Alter, der macht mich aber fertig. Boah, nee, ey. Oh, was für ein perfekter Lupfer einfach. Spiel doch den Ball. Mann, ey. Knirsch, knack. Och Gott, 3-0 hinten, boah. Dabei ist es der Statistik nach sogar relativ ausgeglichen. Und trotzdem liege ich 3-0 hinten. Ich nutze meine Chancen einfach nicht. Und er kriegt einfach diese hundertprozentigen Chancen irgendwie geschenkt. Als ob, Junge. Als ob! Wie kommt der da in der Situation so frei durch? Mann, ey. Oh Gott. Ja, das ist so klar, wo er hinspielt. Das ist so klar, jedes Mal. Hä? Warum? Ich hab grad den Stick bewegt. Es hat nichts gebracht. Es hat nichts gemacht. Mein Spieler hat sich einfach nicht weiter bewegt. Boah, ey. Oh, aufgepasst. Oh, alter Spiel. Den wollte ich eigentlich höher abwerfen lassen. Bitte. Jetzt muss doch irgendwas passieren. Nein, es passiert nichts, weil Tschech einfach mal ein Monster ist im Tor. Mann. Gustavo, bring eine ordentliche Flanke. Mach einen ordentlichen Kopfball. Nein. Und schenk ihm den fucking Ball. Einfach so. Einfach so. Oh Gott, das war ein Fehler von ihm. Felipe Santana. Reus. Aua. Naja. Naja, naja. Komm, komm. LOL! Ernsthaft! Was sollte das gerade? Was war das gerade für eine Aktion? Was machen meine Spieler da? Was machen die da? Boah, ey. Die machen mich krank. Na, das war scheiße. Boah, aber riskant wieder, was er da macht. Riskant. Riskant. Und er kommt tatsächlich wieder durch. Balotelli. Schon wieder. Ich weiß nicht, was da los ist. Was ist da los? Was ist da los? Ja, ich kann jetzt schon mal hier alles dran setzen, noch ein Tor zu erzielen. So einen Ehrentreffer halt zum Abschied von meiner Mannschaft. Und es ruckelt, warum ruckelt es? Verrat mir das einer. Vielleicht ist es ja nur Einbildung. Mach was, nein! Ach Gott, ey, spiel ihn doch noch härter ins Aus. Als ob. Es ruckelt. Boah, ey, was der für Schüsse einfach drauf hat. Unglaublich. Hast du neue Rehre?
Mach was. Mach was. Immerhin einen Ball gewinnen. Aubameyang. Aber es macht er echt gut in der Verteidigung. Ich weiß nicht. Das macht er da wirklich gut. Schön abgefangen von Gustavo. Gustavo auch ein sehr guter Mann hier in meiner Mannschaft. Muss ich sagen. Wie kann er den abfangen? Mann. Wie, er macht jetzt noch ein Tor. Boah, ey. David Luiz verliert keinen Kopfball. Er verliert keinen Kopfball. Nicht in FIFA 13. Das macht er echt gut hier. Komm. So, wehe. Nein, es kann nicht angehen. Das ist doch lächerlich einfach nur noch. Als ob. Jetzt will er mich aber auch verarschen, ganz ehrlich. Es ist so offensichtlich, was er macht. Es ist so offensichtlich. Offensichtlich. Och, Javi Martinez. Nein, komm, nein, der soll doch nicht hin, der soll doch zu Reus. Oder zu S-Wein oder auch wen auch immer. Auf jeden Fall nicht zu dem. Jetzt fängt er ja auch noch an, seinen Sweaty Goals oder was. Bei einem 4-0 könnte man ja mehr erwarten. Boah, Ramos-like. Oh Gott, ich war schlecht. Abgefälscht nochmal. Nee, ich hab hier einfach. Ich komme hier einfach nicht ins Spiel. Auch nicht nach 90 Minuten. Komm, ey. Nein. Es wein, ey. Es wein, du Schwein. Oh Gott, was? Ich weiß nicht. Da sollte der Ball nicht hin. Wie immer. Oh, faul, fick dich. Mann. Ach, als ob. Die Pässe kommen auch nicht an. Na, kriege ich noch eine Chance. Oder pfeift ab. Oh, Reus, er tut so, als ob er startet, damit er mich verwirren kann. Und dann macht das doch nicht. Mann, oh, Dreckspiel. Gott, nee, ey. Sorry, aber das war echt ein Scheißspiel von mir. Neuer mit seinen 8,0 noch am besten. Ist das ein Bug? Mikel Arteta Spieler des Tages, obwohl er nicht die höchste Bewertung hat, sondern Balotelli. Das erklärt mir bitte jemand in den Kommentaren, warum. Ich dachte mal, ein Spieler bekommt Spieler des Tages Auszeichnung, wo er die höchste Punktzahl hatte. Hä? Das muss ein Bug sein. Mikel Arteta hat 9,1, Balotelli 9,7 und Mikel Arteta bekommt. Also ist Spieler des Tages. Naja, das mag mir einer bitte erklären. Und ja, das war's dann auf jeden Fall mit dem Spiel. Zack. Tja. Er hat mich dominiert, aber 4-0 fand ich zu hoch einfach, ich weiß nicht, obwohl es eigentlich schon, es war, ich weiß nicht, ob es in der Höhe verdient war, beurteilt ihr das mal, auf jeden Fall war das ein Scheißspiel von mir und ja, gut, das würde ich mal sagen, was dann mit dem letzten Spiel hier meiner Bundesliga-Mannschaft, ich hoffe, es hat euch wenigstens ein bisschen gefallen, wenn nicht, dann schaut euch das letzte Spiel einfach an, das war unterhaltsamer und ja, das war es dann auf jeden Fall hiermit. Wir sehen uns dann, würde ich mal sagen, 20:15 heute, twitch.tv/poxari. Und ja, 99. Part. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.